Mit Google Docs lassen sich sehr einfach Formulare erstellen, die sich dann als Umfrage, als Repetition oder sogar Test dann auf einer Webseite veröffentlichen lassen. Ich gehe auf Google Docs, erstelle eine neue Datei, in diesem Fall jetzt ein Formular, und gebe dem gleich einen Namen und beginne sogleich mit der ersten Frage. Du könntest, wenn das nötig ist, hier eine Einführung machen, worum es überhaupt geht. Das lasse ich mal bleiben. Die erste Frage fragt den Namen ab. Du könntest hier einen Hinweis zur Beantwortung machen. Das drängt sich hier nicht auf. Der Fragetyp ist in diesem Fall jetzt Text, aber du siehst, es hat verschiedene andere Möglichkeiten, die du aus anderen Formularen kennst. Zum Beispiel auch eine Skala für eine Bewertung, ein Ankreuzfeld und so weiter. Das ist, denke ich, selbsterklärend. Und ich kann hier definieren, dass es eine Pflichtfrage ist, dass also alle diese Frage beantworten müssen. Das will ich natürlich. Im zweiten Feld frage ich die E-Mail-Adresse ab. Wiederum als Text und als Pflichtfrage. Um eine weitere Frage anzufügen, kann ich beispielsweise jetzt diese Frage duplizieren und hier nun also zum Beispiel die Schwierigkeit abfragen. Hier nun also wäre der Fragetyp eine Skala von 1 bis 5 in diesem Fall. 1 wäre bubig und 5 extrem schwierig. Auch hier wieder ist eine Pflichtfrage. Ich dupliziere das und könnte hier noch vieles weiteres anfügen. Ich frage nun noch nach der Zeit. Hier nun aber wieder ein Text. Und damit die Antwort einheitlich kommt, gebe ich hier noch einen Hinweis, wie sie beantwortet werden muss, nämlich so, also dass nur die Zahl angegeben werden muss. Und zu guter Letzt vielleicht noch einen Kommentar. Da haben Sie die Möglichkeit, noch etwas hinzuschreiben, wenn Sie wollen. Das ist aber freiwillig. Das wäre ein Textabsatz. So, dieses Formular ist bereit und du kannst es zum Beispiel unter dieser Adresse veröffentlichen, wenn du diese Adresse kopierst. Du kannst es per Mail versenden. Du kannst es aber auch da über weitere Aktionen in Webseite oder Blog einbinden und dazu musst du einfach diesen Code kopieren und an der entsprechenden Stelle im Blog oder auf Google Sites dann wieder einfügen. Ich kopiere den mal mit Befehl C und bin soweit eigentlich bereit. Zwei kosmetische Dinge füge ich noch an, weitere Aktionen, Bestätigung bearbeiten. Hier könntest du diesen Text nach Abschluss des Formulars dann eben noch anpassen und allenfalls hier noch, dass die Antworten alle angezeigt werden. Speichern. Und wenn wir das nun schließen, so siehst du, ist diese Umfrage in deinen Docs und hier kannst du mit einem Klick darauf noch Anpassungen machen. Du siehst, effektiv ist es einfach eine Tabelle und ganz wichtig oder was ich sehr toll finde, ist die Tools-Benachrichtigungsregel. Da kannst du zum Beispiel sagen, dass nach jeder E-Mail, also nach jedem Formular, das ausgefüllt wurde, also immer wenn ein Nutzer ein Formular eingereicht hat, du sofort benachrichtigt wirst oder eben nur einmal täglich, je nach Intensität
die du eben wünschst. Und du könntest hier viel weitere und detailliertere Angaben machen. Das lassen wir mal so. Ja, und jetzt ist es also soweit, dass du das integrieren kannst. Ich zeige es bei Google Site als Beispiel. Soll also bei den Hausaufgabentipps integriert werden. Hier habe ich mittlerweile einen Artikel. Ich schreibe eine neue Mitteilung. Die Umfrage zu Hausaufgaben. Und hier könnte ich jetzt an sich einfach diesen kopierten Code-Schnipsel einfügen, indem ich da über HTML-Feld gehe. Durch das, dass ich aber schon mit einem Google-Werkzeug arbeite, ist es eigentlich einfacher. Ich wähle da Tabellenformular und wähle das entsprechende Formular auswählen. Hier kannst du eine Höhe und eine Breite. Die Breite lassen wir weg. Die Höhe, naja, lassen wir mal bei 600. Den Titel brauchen wir nicht. Ich habe schon einen Titel geschrieben. Speichern und schon ist es drin. Wenn ich die Seite speichere, so ist die Sache veröffentlicht. Und ich bin jetzt, nehmen wir an, ein Schüler, der das ausfüllt. Und er klickt auf Senden und seine Angaben werden gespeichert. Per Mail wurde ich auf das Ausfüllen von verschiedenen Formularen aufmerksam gemacht. Und wenn ich darauf klicke, so gelange ich zur entsprechenden Tabelle. Und du siehst, es sind mittlerweile zwei Leute, die diese Tabelle ausgefüllt haben. Und ich kann auch eben, indem ich über Formular Zusammenfassung der Antworten anzeige, eben eine statistische Auswertung anzeigen. Tja, so einfach ist es, eine Umfrage zu erstellen und eben zu veröffentlichen. Ich wünsche dir viel Erfolg und viel Spaß bei deinen eigenen Umfragen.